Das geschah beim letzten Mal. Scheiße! Scheiße, Scheiße! Hey, nimm mir das Teil ab! Nein! Und so geht es weiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 7 Not a Hero. Das sind wir nämlich nicht. Ich bin hier gerade mit so einem Dicken im Kampf gewesen und jetzt müssen wir Lukas finden, weil der hat uns so eine Bombe ans Handgelenk gemacht. Das ist ganz, ganz, ganz böse. Das macht man nicht. Das ist nicht gut. Wenn ihr Resident Evil 7 nicht verpassen wollt von mir, dann lasst ein Abo da, kostet nichts, geht ruckzuck, einfach kurz auf den Abo-Button smashen und dann kriegt ihr Infos. Wir fangen Lukas. Ich habe ganz schön Munition verballert. Da war noch eine weitere Clown-Tür. Die will ich mir noch mal angucken. Die war da, wo... Wo war denn die? Ich weiß wieder. Die war in der anderen, bei der anderen Tür. Bei dem anderen Tor. Da, wo... Wo ich quasi als erstes war. Das war, ich glaube, da oben. Ja, ich glaube, hier oben. Hier war das. Ja, da war die. Da will ich auf jeden Fall noch reingucken. Siehste, hier gibt es nämlich so richtig schön noch ein bisschen Zeug. Ein bisschen zum Auffüllen. Was haben wir da? 51 Schuss mit der Flinte. Das ist schon gut. Und Stabilisierer, oder was haben wir da noch gefunden, ne? Erspart die Munition, wurde schneller Nachladung dauern. Okay. Noch mehr. Kann ich ja richtig heftig nachladen jetzt. Mal ausprobieren. Ja, schon schnell. Man spannt die Muskeln vor allen Dingen. Dann könnte ich jetzt. Ich habe wahrscheinlich Münzen übersehen ohne Ende, ne? So, ich speichere jetzt nochmal, weil ich das hier eben noch nicht machen konnte. Und jetzt kommen wir hier nochmal kurz rein. Habe ich hier irgendwas? Ne, das war ja alles. Clownschüssel, Münze, die kann eigentlich weg. Und Brandgranaten. Warte, muss ich außerhalb der Tor. Nein, außerhalb der Tor. Außerhalb der Tor! Brandgranaten. So, und dann wollen wir uns mal um. Okay, tolle Bohrer. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird gleich noch richtig zur Sache gehen hier. Nachtsicht. Christopher, immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir mal, wie beeindruckend
du wirklich bist. Alter. Bekommst du kein Mitleid, Arschloch? Ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Ach Quatsch. Furchtbare Dinge. Na, hör doch auf. Deine Männer gekillt, gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Oh. Hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick-Tack. Wenn du mich umlegen willst, leg mich um. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul. Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde woanders gebracht. Bye-bye. So, wie kommen wir jetzt hier raus? 7. Ernsthaft? Kommen wir hier nicht raus, oder was? 6. Das geht nicht. Fünf.
Ich will hier nicht sterben. Ich auch nicht, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe hier jetzt doch schon... Ach, hier ist noch eine. Ich glaube, die muss aber jetzt gehen. Komm. Nur noch ein bisschen. So, er macht hier. Alles klar. Los, raus! Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lucas verschickt hat. Hört ihr das an? Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Wer denkt, ich bin tot? Könnte unsere Chance sein. Wem hat das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Schnapp du dir Lucas. Sag mir Bescheid. Kann ich nicht aufheben, okay. Sah so aufhebbar aus. Ich hab keinen Dietrich. Schon ein bisschen anders aus. Hier bin ich aber auch genauso vorsichtig, deswegen. Von der anderen Seite verschlossen. Das riecht nach Falle. It's a trap! Ja, 12 Minuten nach Dosis. Alter, 12 Minuten. WM oder NM002, okay. Das kann ich dir... Was Interessantes irgendwo? Außer diese Tür, wo ich wahrscheinlich durch muss, um die da zu töten. Der steht gleich auf. Mach das lieber vorher. Ich habe die Schnauze voll mit diesem Lucas. Ich habe letzte Forschung gemacht. Ich denke daran, dass wer ich bin. Warum muss ich mit dem Masterabschluss von Mikro Stanford unter diesem Idioten arbeiten. Jetzt bin ich mit dem Verhalten melden. Okay. Lukas scheint hier
scheint echt, also dafür, dass er da so aus vom Lande kommt, aus Louisiana, scheint er ja ein echter Mikrobiologe zu sein. Oder Virusbiologe oder Virus, wie heißt das, Wissenschaftler. Erstmal dahin in das Labor. Guck, ob da noch was zu holen ist. Kalte Dusche? Okay. Wie, die sind jetzt weg? Ach, die kommen. Erst wieder. Alles klar. Schon. Also die beiden. Mia und die Kleine. Okay, das war nur für Infos hier. Ernsthaft? Die Munition hätte ich ja auch... Die habe ich ja schon beim Abfeuern jetzt verballert. Achso, hier sind wir auch. Okay. E01 Protokoll. Gesundheit sind gut. Gestern schon gut. Ist ja normal. Andere, keine Ahnung. Keine große Freunde. Spielen den ganzen Tag mit Puppen. Hat's wird in... Molded verwandelt. So hustet, der Chef, ganz schön leicht gestresst, mehr als üblich, andere, keine Ahnung. Nachdem sie mit Dad Ball gespielt hat, fing sie an, sich über Müdigkeit zu klagen. Nach dem Typen hat einen Typen in einen dicken Mold verwandelt. Wir sind dazu dann wie viel Tage Unterschied? 10 Tage Unterschied, okay. Andere altert plötzlich. Je mehr sie schreit, desto mehr begibt sie sich in der Kelle, stark kontaminiert. Kein offensichtlicher, wenn Anweisung fragen. Okay. September. Also wieder knapp 10 Tage. Ne, ein bisschen mehr. Schwach, aber stabil. Wahnhaft wirr. Stabil, keine Ahnung. Alter hat sich verlangsamt. Scheint relativ stabil. Hab ihn Firma bekommen. Befehle lauten, es einzusenden, wenn sie außer Kontrolle geht. Und ich habe gedacht. Dieser ein Witzereißer. Okay. Also, holen wir uns jetzt Lukas. Lukas. Ich habe den Ansehen, dass er schön gut nutzen kann. Alles klar, also er ist wahnhaft. Hier kann ich nochmal speichern, schön. Achso, das ist hier. Oder ich habe ja einen Dietrich gefunden, ne? Da könnte ich gleich eigentlich nochmal zum Anfang zurück. Das mache ich mal eben schnell noch. Obwohl jetzt gerade Verfolgungsmusik ist, aber man kennt das ja. Story ist sowieso, ja.
Am Anfang war doch ein... Ja. Hm? Wie? Ach Gott sei Dank, das Ding ist leer. Leer geschossen. So, dann können wir ja den Clown-Schlüssel wahrscheinlich weglegen. Und dann speichere ich. Und dann sage ich, obwohl es jetzt gerade spannend ist, bis zum nächsten Mal. Wir haben Lukas gefunden und gleich, dann geht's auch bei der nächsten Folge gleich weiter. Tschüss!